Wäre mein Leben in Videoform, ja, dann würde ich einfach nur Hate Comics schreiben. Du bist so scheiße, lass es doch sein, weil alles, was du machst, ist nur von kurzer Weile. Es ist gerade mal 2 Jahre her, wo du meintest, ja Mann, das mach ich für immer. Was für ein Spinner, heute hast du alles aufgegeben und sitzt alleine im Zimmer. Du hast es alleine geschafft, dass du nur am Boden liegst. Spalte dich ab, keiner hat dich gefragt, wie du schaffst zu verkacken, selbst ohne Ziel. Was bringt dir die Eloquenz, die Fähigkeit auf Menschen zuzugehen? Seien wir mal ehrlich, 2 Wochen später ist keiner von ihnen mehr Teil deines Lebens. Sind nur Selbsttherapie. Suhlst dich in ihrem Leid, damit du deinen Dreck nicht siehst. Das Helfersyndrom wurde dir zum Verhängnis. Toxische Empathie wie ein Gefängnis. Schreib kein Vermächtnis, weil du letztendlich einsehen musst, dass sich keiner hier kennt dich. Deine sogenannten Freunde sind doch nur Selbsttherapie. Suhlst dich in ihrem Leid, damit du deinen Dreck nicht siehst. Das Helfersyndrom wurde dir zum Verhängnis. Toxische Empathie wie ein Gefängnis. Schreib kein Vermächtnis, weil du letztendlich einsehen musst, dass dich keiner hier kennt dich. Warte nur auf diesen Tag, wo du sagst, heute beende ich mein Leben. Du kämpfst mit den Tränen, doch wenn du dich sehen willst, wie du was erreichst, ja, dann kenn deine Seele. Geh in dein Inneres und check ab, was du alles verkörpern willst. Geld ist nur Gift, durchschau diese List und bitte ergänze dein Bild.